Folge Nummer 8 von City Skylines mit dem DLC Snowfall und wir sind im Berchtesgadener Land wieder zurück. Wir wollten Fernwärme machen. Dafür müssen wir hier hin, dahin und ja, wir können sogar beides mittlerweile machen. 62.000 haben wir jetzt sogar schon. Kesselstation oder das. Hier wird es mehr Krach geben. Verschmutzung vielmehr. Lärmbelastung. Obwohl, Lärmbelastung ist identisch. Hier kriegen wir 80 Megawatt, da kriegen wir 120 Megawatt und die Lärmbelastung dazu. Ich tendiere einfach zum Kesselhaus, einfach aus dem Grunde, weil hier haben wir sowieso das Dingens, wie heißt es, das Problem, achso, Fernwärme. Ne, das ist ein Kesselhaus, das bedeutet, das hier, da muss man den Boden für haben, oder? Kann das sein? Ne, noch nicht mal. Ich dachte, da müsste irgendwie Temperatur im Boden vorhanden sein, dass es funktioniert. Also es wird so sein, aber nicht im Spiel. Okay, das bedeutet, wir nehmen das wieder weg und überlegen uns, wo wir das hinsetzen. Tendenziell wäre ja hier so schön, ne? Da müssen wir eine Straße für bauen. Kriegen wir denn da jetzt noch eine Straße hin, die hier unten drunter her irgendwie geht? Damit würde das Gebäude da wegfallen. Natürlich schwierig, ne? Ja, ist so. Machen wir doch nicht dann, oder? Wir können ja hier hinter noch eine Straße bauen, oder? Die hierher geht. Würde ich jetzt mal so vorschlagen. Ah, okay. Nochmal so lang. Und geht dann natürlich nicht daneben her, ne? Doch, da passt gerade blau. Okay. Noch nicht blau? Noch nicht blau. Ja. Bedeutet, das letzte Stückchen wieder wegreißen. Und das Ganze nochmal fast basteln. Ja, er möchte dann hier hin, ne? Dann soll er das auch haben und alles ist gut. So, jetzt haben wir hier gar keinen... eine Straße durchgebaut. Haben wir ja gut geklappt, ne? Der Kommerz muss leider dran glauben. Aber ist nicht schlimm, die kriegen ja gleich ein neues Stück dafür. So, und hier hinten machen wir dann weiter. Mit einer schicken Kurve. Oder erstmal ein Stück weiter und dann die Kurve. Ja. Und dann fahren wir mit dieser Straße hier hinten hin. Würde ich mal so sagen, erstmal, oder? Ziehen wir aber gerade. Aha. Machen wir erstmal bis hier nur. Kostet ja alles Geld, fällt mir gerade so ein, ne? Wir haben aber genug davon. Also er schnappt immer gleich so über. Ich möchte nicht, dass er da einschnappt. Können wir das auch hinkriegen? Wenn wir die Shift-Taste, Steuerungstaste irgendwas drücken, können wir beides drücken. Nein, das macht er nicht. Das ist sehr schade, dass man das da nicht mit steuern kann. Entschuldigung. Okay, das haben wir erstmal. Könnte natürlich eine Einbahnstraße davon bauen und dann geht es hier wieder rein, ne? Aber machen wir jetzt nicht. Lassen wir erstmal so und bauen jetzt unser schickes wassertechnisches Kessel aus. Zack, da ist es. Und zack,
Zack, läuft. Strom hat's. Achso, Straße nicht. Daneben wollen wir vielleicht noch ein bisschen Industrie bauen, aber zurzeit brauchen wir keine Industrie. Wir brauchen Wohnhäuser. Wie sieht's denn hier aus? Bestimmt alles schon voll, ne? Genau, da können wir noch ein bisschen was hier machen. Habe ich letztens mal noch beim Kontrollieren gesehen. Und wir machen das hier noch so. Und dann nehmen wir wieder den Eimer und machen das so. Dann können auch noch ein paar wohnen, ne? So, dieses Haus war natürlich auch nicht so schlau, oder? Ja, obwohl, können wir erstmal so lassen. Hier müsste mal einer Schnee schieben, dann wird es wieder gehen. So, Straße. Was sind das für eine? Vierspurig. Ja, keine Bäume gemacht, doof, ne? Hätte man vielleicht auch machen können, oder? Komm, die machen wir erstmal bis hierhin. Zock. Und dann gibt es da eine Kreuzung. Zock. Diese. Diese. So. Oder so. So, ne? War jetzt nicht so der Bringer. Fertig. Haben wir den Wohnraum auch gemacht und hier geht es nochmal nach da ab. Bis dahin haben wir es auch noch. Gut, dann geht es von dort weiter nach hier erstmal. Und dann kommt man da wieder hin. Okay. Sollten wir das tun? Machen wir. So, und dann gibt es hier Stichstraßen. Und ne, Stichstraßen gibt es nicht, sondern eine Stichstraße. Die machen wir hier irgendwo hin. Und die geht bis dahin. Fertig. So, und dann können wir Dingens hier, aber wir müssen nach Wasser erst gucken. Aber Wasser? Wasser nicht da, oder? Doch, da. Ne, da müssen wir erst da drauf klicken, da drauf, dann sehen wir, dass Wasser da ist. So, okay, aber Wasser... Meckert hier schon mal keiner mehr, ne? Das ist ja auch alles verbunden. Dann passt das erstmal da. Hier gibt es aber noch kein Wasser in der Form. Da sind wir noch schlechter unterwegs, sozusagen. Also machen wir erst das. Zack. So, da ist das abgedeckt. Kommerz brauchen wir. Oh, dann macht er schon alles, sozusagen Kommerz. Ne, das machen wir ja nicht. Aber alles Wohngebiet wollen wir auch nicht. Ja, festhalten sollte man, ne? Dann geht's auch mit dem Anmalen. So, jetzt können wir da reinschütten. Nee, ist zu weit. Will ich nicht so weit. Höchstens bis hier. Und bis hier. Mehr nicht. Dann schütten wir da wieder rein. Hier machen wir es auch nur so. Und schütten das da rein. So, dann gibt es das. Da Häuser. Da Häuser. Und da lassen wir erstmal. Hier würde auch gehen, oder? Lassen wir erst. Hier Häuser, da Häuser, da Häuser, da Häuser, da Häuser. So, jetzt können Einwohner kommen. Tun sie auch. Das Stück machen wir bestimmt noch Kommerz.
Und bevor wir da irgendwas vergessen nachher, ziehen wir diese Straße noch gerade ein Stück länger. Und hier machen wir das gleiche. Machen wir so und so. Und von da aus geht die Straße später auch nach da oben noch weiter. Genau, so machen wir das. Dann sieht es doch ganz nett aus, oder? Wasserversorgung ist teilweise sogar schon gegeben, okay. Zack. Und fertig. Wasser ist da. Ist die Frage, ob es reicht, ne? Ist eine ganz andere Frage mit dem Reichen. Weil wir haben ja jetzt schon wieder Dingens gebaut. Das bedeutet, wir müssen hier vielleicht schon wieder Pumpstationen haben, oder? Aber Geld haben wir ja schon mal noch, ne? Jetzt wird es dunkel und das Licht geht an. Jetzt haben wir hier schon nee, brauchen wir nicht mehr. Ist erst runtergegangen. Wäre fatal. Also fatal nicht, sondern nicht so doll. Aber wir können ein bisschen Industrie gebrauchen. Da freuen die sich, das wollten wir nicht machen, das machen wir noch. Und das machen wir auch noch und der Rest wird wieder irgendwie so Kommerz. Damit die Mitarbeiter da schön an der Kreuzung essen gehen können. Kommerz ist aber nicht verlangt. Ja, haben wir erst wieder ein Stück, ne? Denke ich mal, ist schon mal was. So, jetzt können wir mal so ein bisschen hier durchchecken. Strom wird knapp. Müssen wir dran arbeiten. Da. Windkraft dazu. Hatten wir schon eins ins Wasser gesetzt? Ja. Könnte man ja da definitiv mal eins zusetzen, oder? Ja, läuft super da. Wieso ist der damals da hingegangen so nah? Und da, hier, jetzt geht's auch. Zack. 20 Megawatt, aber 15 waren es nur oder sowas, ne? 14, okay, geht auch. Jetzt sind wir wieder im grünen Bereich. Wie sieht es mit Wasser aus? Wasser ist noch voll. Müllentsorgung findet statt. Haben wir schon Müllverbrennungsanlagen? Nee, ne, oder? Nee, die dürfen wir noch nicht. Kommt später, alles klar. Ja, Schule. Schule ist da. Grundschule geht nur. Was ist das? Öffentliche Bibliothek. Okay, die können schon lesen gehen. Die wäre hier ganz nett, ne? Geht aber nicht. Zu groß. Zu groß, zu groß. Hier wird sie gehen. 22.000 hätten wir. Ja, Bibliothek mit Blick aufs Wasser, ne? Sehr entspannt zum Lernen, oder wie ist das? Kostet natürlich eine Ecke Unterhalt, ne? Hätten wir aber. Und jetzt hätten wir auch das Geld für eine andere Schule hier. Würde da auch noch hingehen. Was macht die Grundschule? Auch schlecht. Sollten wir vielleicht hier mal reinbauen, ne? Ja. Da ist gar nicht mal so schlecht. Würde ich jetzt mal machen wollen. Oder da? Besser wäre da. Ja, besser wäre hier. Können wir die drehen?
Ah, warte mal, da tut sich selber hinbauen jetzt. Zack, und da ist er. Die Grundschule war mir jetzt wichtiger erstmal. Gut, schauen wir weiter. Happiness ist erstmal schon mal gut. Sind alle gesund? Die Arztpraxis da hinten, die reicht auf Dauer nicht aus. Wir müssen hier dann auch wieder eine haben. Die kostet uns aber gerade ein bisschen mehr. Zehntausend hätten wir schon wieder. Die würde ich ja doch hier vorne mehr hinbauen wollen, ne? Da erreicht die mehr. Da hinten ist es. Wenn ich die hier hinmache. Die Arztpraxis da hinten, die hat gar keine Reichweite groß, ne? Komisch. Die hat richtig Reichweite hier, ne? Machen wir mal dahin. Und die war jetzt auch wichtig. Wie sieht's mit Bestattungen aus? Wir hatten doch irgendwo schon einen Friedhof gebaut, ne? Oder? Hier irgendwo, oder? Und da haben wir noch gar keinen. Doch, da hinten ist er. Wie ist da die Belegung? Ach, verstorbener Aufbewahrt 35, da haben wir noch Platz. Das ist alles noch gut. Stufen, ja. Wohngebäudestufen. Sieht aber bräunlich aus und nicht grünlich. Das sieht grünlich aus. Aber naja, passt schon. Haben wir zwei Stufen, alles ist gut. Wind ist alles klar. Das gucken wir, wenn wir Windräder bauen, da ist das wichtig. Verkehrstechnisch sieht es gut aus. Müssen wir aber darüber nachdenken, ne, dass wir da definitiv so Buslinien und sowas noch machen, damit der Verkehr hier weniger wird. Diese Straße ist ja doch schon ein bisschen im Betrieb da aus dem Wohngebiet raus, ne? Aber naja, diese hier, die wird schon nachher ordentlich frequentiert werden. Und dann, ja, Bodenverschmutzung ist klar, hier oben Industrie, da unsere Abwässer, alles normal, das bleibt so. Kann man auch nicht ändern. Lärm ist auch klar, Windräder machen Lärm. Das da aus dem Wohngebiet, das müssen wir mal irgendwann entfernen. Ja, hier ist schon der Lärm von der Straße da, ne? Feuerabdeckung ist natürlich mies, das ist klar. Da müssen wir hier auch irgendwann dann eine Hand haben. Robbery. Geht eigentlich. Ja, ÖPNV müssen wir dran arbeiten, ist auch klar. Ist das hier, Bevölkerung? Ja, durchschnittlich sind wir mit Erwachsenen am meisten unterwegs, was auch Sinn macht. 5% Kinder, Jugendliche, 15, ja, da kommen wir aber, denke ich, mit hin, mit den Werten hier. Geld, Import, Export, was machen die hier alle so? Importieren einige. Exportieren viele. Ja, ist doch was, oder? Gut. Geld. Teure Plätze am Wasser. Ist klar. Aber da kommen wir auch mit klar. Rohstoffe ist auch klar. Da haben wir hier oben den Wald. Bis jetzt noch nichts. Irgendwann müssen wir uns dann mal erweitern. Ja, das sind unsere Bezirke. Oh, wir müssen noch einen Bezirk machen. Oder den erweitern. Aber lass uns das erst gerade durchgehen. Freizeit ist klar, gibt es hier eigentlich relativ wenig. Der Friedhof macht Freizeit, oder was? Sehr interessant. Da können die spazieren gehen, dann sind schöne viele Blümchen auf den Gräbern. Toll. Höhenlinien. Heizung. Die haben wir hier hinten, da ist schon gut. Das ist alles prima. Können wir dann mal gucken, dass wir da ein bisschen ausbauen vielleicht, die Fernwärme. Straßeninstandsetzung. Sieht so aus, als ob die gut ist. Ah, warte mal, was war das? Abdeckung niedrig, Legende hoch. Meister rein, aktiv, haben wir keine. Ja, Zustand ist überall schlecht, weil keine Straßenmeisterei da ist. Da müssen wir dann nochmal gucken, dass wir das auch noch hinkriegen. Aber wir haben doch hier oben schon unsere Schneehütte da. Na, wird werden. Ach so, da gibt's einen extra Reiter für. Zustand der Straßen ist insgesamt gut abgedeckt hier.
oder Abdeckung und Zustand ist. Ja, machen wir es. Hier in der Sackgasse ist noch ein bisschen schlecht, aber Sackgasse müssen jetzt auch nicht. Und hier ist keine Zufahrt von außen. Das ist doch hier Bundesautobahn. Das ist doch nicht unser Gebiet, oder? Egal. Fluchtwege brauchen wir nicht drüber reden. Haben wir noch nicht. Fluchtabdeckung. Funkabdeckung haben wir noch nicht. Zerstörung. Ist nix, ne? Nö. Wäre auch komisch, ne? Haben wir hier Katastrophenerkennung. Brauchen wir nicht. Flutwelle kommt dann von links. Straßen ist klar. Tourismus. Oh, haben wir doch tatsächlich da oben schon ein bisschen. Haben wir hier so einen schicken Park. Da ist der Tourismus. Und hier muss wohl irgendwie eine Pension sein oder sowas, ha? Huh? Und ne, ein Shop ist das, da gehen die einkaufen. Hier ist nochmal ein Park. Und Bekleidung. Die Touristen sind voll geil am Einkaufen. Und hier? Ein Restaurant, okay, da gehen sie alle essen. Aber das hält sich alles in Grenzen, ne? Gut. Dann haben wir hier noch Touren. Aha, okay, die kenne ich noch gar nicht. Da müssen wir bestimmt irgendwann auch mal was mitmachen. Sightseeing-Bus und sind Wandertouren beeinflussen in Form geführter Touren. Welche Orte in der Straße regelmäßig von Touristen besucht werden? Sightseeing-Würdigkeiten werden in der Infoansicht hervorgehoben. Touren, die äußerst attraktive Sehenswürdigkeiten oder solche mit Unterhaltungszentren halten, ziehen für gewöhnlich mehr Touristen an. Okay, alles klar. Und das hier ist die Parkpflege. Ach so, die müssen wir ja jetzt auch machen, ne? Ja, das müssen wir mal schauen. Da ist die Parkpflege, das ist aber grün. Oh, hier rechts war auch noch ein Park. Guck mal an. Ja, sieht doch gut aus. Haben wir alles richtig gemacht bis jetzt. Gut. Jo, dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht doch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und Kommentare herzlich willkommen. Schreibt rein, wie es hier weitergehen soll. Und teilt das Video auf anderen Kanälen. Dann kriegen andere Leute auch noch mit, dass hier ein Let's Play mit City Skylines DLC Snowfall und im Berchtesgadener Land stattfindet. Alles klar, haben wir es soweit, oder? Bis dann. Tschüss.